Hallo und willkommen. Ich bin Meister Lehnsherr und you're watching Get Germanized. German Stories, read slowly. Today Max und Moritz. Eine Bubengeschichte in sieben Streichen. Dritter Streich. Bei Wilhelm Busch. These videos are made possible by my supporters on patreon.com/getgermanized. So if you enjoy the video, consider supporting the channel. Let's get started. Lasst uns anfangen. Jeder Mann im Dorfe kannte einen, der sich Böck benannte. Alltagsröcke, Sonntagsröcke, lange Hosen, Spitze, Frecke. Westen mit bequemen Taschen, warme Mäntel und Gamaschen. Alle diese Kleidungssachen wusste Schneider Böck zu machen. Oder wäre was zu flicken, abzuschneiden, anzustücken, Oder gar ein Knopf der Hose, abgerissen oder lose. Wie und wo und was es sei, hinten, vorne, einerlei. Alles macht der Meister Böck, denn das ist sein Lebenszweck. Drum so hat in der Gemeinde Jedermann ihn gern zum Freunde. Aber Max und Moritz dachten, Wie sie ihn verdrießlich machten. Nämlich vor des Meisters Hause Floß ein Wasser mit Gebrause. Übers Wasser führt ein Steg, Und darüber geht der Weg. Max und Moritz gar nicht träge, Sägen heimlich mit der Säge. Ritze, ratze, voller Tücke, in die Brücke eine Lücke. Als nun diese Tat vorbei, hört man plötzlich ein Geschrei. He, heraus, du Ziegenböck! Schneider, Schneider, meck, meck, meck! Alles konnte Böck ertragen, ohne nur ein Wort zu sagen aber wenn er dies erfuhr ging's ihm wieder die natur schnelle springt er mit der elle über seines hauses schwelle denn schon wieder ihm zum schreck tönt ein lautes meck 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 und schon ist er auf der brücke krax die brücke bricht in stücke wieder tönt es meck 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 Plumps, da ist der Schneider weg. Grad als dieses vorgekommen, Kommt ein Gänsepaar geschwommen, Welches Böck in Todeshast Krampfhaft bei den Beinen fasst. Beide Gänse in der Hand Flattert er auf trockenes Land. Übrigens bei alledem Ist so etwas nicht bequem. Wie denn Böck von der Geschichte auch das Magendrücken kriechte. Hoch ist hier Frau Böck zu preisen, denn ein heißes Bügeleisen auf den kalten Leib gebracht, hat es wieder gut gemacht. Bald im Dorf hinauf hinunter Hieß es Böck ist wieder munter. Dieses war der dritte Streich. Doch der vierte folgt sogleich. That was Max und Moritz, eine Bubengeschichte in sieben Streichen. Der dritte Streich. Bei Wilhelm Busch. If you enjoyed this video, you know what to do: leave a like, subscribe to the channel and follow me on my social media. Find the links to them in the video description. And apart from that, thank you very much for watching. Don't forget to get Germanized. Goodbye and auf Wiedersehen.